Hi, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Shop der Woche Folge. Ey, sag mal, Hotdog, wir haben ja noch gar nicht Wochenende. Warum kommt denn ein Shop der Woche? Naja, eigentlich heißt es ja mehr Update-Video, denn bei Minecraft gab es wieder ein kleines Update. Wir können es auch wirklich als klein bezeichnen. Zum einen haben wir, sag ich mal, eine neue Tierart bekommen, und zwar den Fuchs, der sehr doll auf Hühner steht. Den können wir jetzt im Spiel betrachten. Ihr seht auch im Hintergrund noch meine Lisa-Fabrik, die Recycling-Firma. Da kommt auch am Ende der Woche noch die Tour dazu. Das ist schon, ja, sagen wir mal, schon mal eingerichtet so ein bisschen. Ansonsten noch zum Update sind ein paar kleine Veränderungen zu Command-Blöcken oder auch im Chatverlauf. Da kann man jetzt, sage ich mal, bestimmen, welche Farbe die Schrift haben soll oder auch welche Schriftart man da benutzen möchte. Im Chat kann man da jetzt alles so ein bisschen eingeben. Aber nicht nur das, und so ein paar kleine Texturänderungen sind mit reingekommen. Nein, wir können jetzt, wenn wir, sage ich mal, hier auf der Hauptseite von Minecraft sind, auf unser Profil gehen und können uns jetzt Skins selber bearbeiten. Ich habe hier schon mal so ein bisschen rumexperimentiert, wie man das machen kann. Insgesamt hat man ja hier 5 Skins zur Auswahl, und da können wir dann einfach auf Charakter bearbeiten gehen, natürlich erstmal den Körper, so die Basis hier alles so ein bisschen halt bearbeiten, wie wir möchten, so beinemäßig. Und ihr seht, man kann nicht immer alles bekommen hier, ohne auch ein bisschen Geld zu investieren, aber die Preise sind eigentlich relativ gering gehalten, alles unter 3 Euro, also da kann man sich schon ein bisschen was rausholen, gibt da auch günstige Sachen für 1 Euro. Und ich denke mal so, wenn man, sagen wir mal 10 Euro in seinen Skin investiert, aber dann hat man da auch einen Skin, dann kann man ja hier auch ein bisschen rumtüfteln. Man kann einmal natürlich hier einmal den Körper an sich basteln, und dann gibt es natürlich noch die Klamotten, die man ihn anziehen kann. Ne? Da gibt es dann hier, kann man ihn Jacken und sowas anziehen. Es ist nicht alles halt umsonst, muss man immer gucken. Ab und an ist noch eine Sache umsonst. Guck mal, hier haben wir so einen orangen Pulli, den wir ihn anziehen können, der ist umsonst. Ne? Hosen und sowas kann man ihn auch anziehen. Man hat dann immer ein paar Standardsachen, aber man kann dann auch hier gucken. Guck mal, wir könnten unseren Steve jetzt auch hier eine Shorts anziehen oder was ist hier auch nochmal irgendwie eine andere Shorts. Ja, was gibt's hier so? Ah, guck, eine Jeans haben wir auch noch hier zur Auswahl. Ja, dann kann man sich seinen Skin natürlich hier so ein bisschen basteln, wie man möchte. Ne, man kann auch, das finde ich eigentlich relativ fetzig, und zwar, wo war denn das? Bei Frisuren, unseren Steve auch hier noch eine Frisur verpassen. Was nehmen wir denn hier? So eine Art Homer Simpson-Style kann man hier machen. Man kann das Ganze auch färben, denn die Haarfarbe, ne, wenn man sagt, okay, wie will ich mir die machen? Soll es doch mehr so Opa-Style hier sein oder ein bisschen hier punkmäßig, so ein bisschen grün oder rot. Ne, ist alles offen, kann man machen. Auch ein bisschen rosa mit bei. Ne, blau ist auch mal was. Ja, da kann man jetzt sich richtig austoben, seinen Skin halt gestalten und tüfteln. Das macht dann auch wieder eine größere Auswahl. Da muss man nicht unbedingt immer zu diesen ganzen Skin-Paketen greifen. Ist doch eine schöne Abwechslung hier im Spiel. Bei Skins, die man, sage ich mal, sich gekauft hat, kann man sie nicht so ganz bearbeiten. Jetzt hier bei meinem Hauptskin, ihr seht hier, ich habe jetzt ein Cape. Und zwar konnte ich jetzt einfach hier bei meinem Hauptskin noch ein Cape einfach mal ranbasteln. Ich denke mal, in Zukunft kommen da bestimmt auch noch ein paar mehrere Sachen, die man dann, sage ich mal, hinten bei den Skins sich da noch ranbasteln kann. Das ist ja erstmal umsonst. Da kommen bestimmt auch noch Sachen, die man sich dann später noch kaufen kann. Ja, Skin bearbeiten, neue Sache, finde ich relativ gut und fetzig gemacht. Ja, ist eine schöne Abwechslung. Ja, da wollen wir natürlich noch einmal gucken. Wir haben Halloween. Ich hoffe, ihr habt euch alle bewaffnet mit Süßigkeiten. Und da wollen wir jetzt einmal auch noch gucken, was sich denn so in den Shop befindet. Auf der Hauptseite ist der Vergessene Palast. Der Vergessene Palast ist wieder so ein kleines, ja, kann man das als Rollenspiel bezeichnen? Naja, eigentlich soll man da ein Rätsel lösen im Palast, da eindringen und, ja, sag ich mal, sich dann bis zum Endboss hinkämpfen. Und ja, ich finde irgendwie, das ist das einzig vernünftige Halloween-Paket, was sie jetzt, sage ich mal, hier im Shop so uns ein bisschen anbieten. Und für 6 Euro, wenn man noch kein Halloween-Paket hat, kann man sich das hier ruhig holen. Also da finde ich, das geht, obwohl keine Skins dabei sind, was ich auch wieder ein bisschen schade finde. Ansonsten hier bei den ganzen neuen Paketen für Halloween, ihr habt mir halt hier angeguckt, da ist echt nichts dabei. Flossen weg sonst davon. Halt, wie gesagt, Vergessene Palast wäre eine Option, wenn man was für Halloween möchte, aber die anderen Sachen, Finger weg. Lohnt sich nicht so richtig. Auch Skins-mäßig habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass sie was zu Halloween richtig auflegen, dass man sagen kann, ja, da kann man sich doch jetzt ein paar richtig schöne Halloween-Skins holen. Gut, wir haben jetzt die Skin-Option, dass wir uns hier halt auch selber kreieren können. So richtig Halloween ist denn da aber auch nicht sowas dabei, wo ich sagen kann, ja. Aber wenn man sich hier ein bisschen, ja, umschaut bei den ganzen Paketen, ist vielleicht auch mal was dabei, wo man sagen kann, ja, das und der Skin, der geht, aber sonst, auch erstmal wieder Flossen weg. Kommen wir dann auch wieder zu unserem Shop der Woche und auch zum Update. Alles sehr klein gehalten, ein paar neue Features sind zwar drin, aber naja, viel aufgelegt hat Minecraft nicht. Vielleicht überraschen wir uns noch zu Weihnachten, legen noch ein bisschen mehr rauf. Ich hätte mir ein paar neue Blöcke oder sowas gewünscht, ein paar Optionen, sag ich mal, beim Bauen, dass sie uns da ein bisschen noch was dazuhauen, so Treppenbereich und sowas, ne?
Naja, vielleicht kommt das ja noch zum Ende des Jahres. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch dann noch, ja, eine erfolgreiche Jagd heute Abend, ne, auf Süßes und Saures. Aber ansonsten sage ich euch erstmal Tschüss.